Und damit sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Arcanum von Dampfmaschinen und Magie. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Und, der bewegt sich aber merkwürdig. Unter der ersten Folge kam natürlich gleich schon der Kommentar, wo ich mir gedacht hatte, na, mal gucken, wie lange auf sich warten lässt. Mit der Frage nach dem Deutsch-Patch. Selbstverständlich hatte ich das schon vorher in die Videobeschreibung reingepackt. Also, meine lieben Freunde, falls ihr den Deutsch-Patch sucht, den ich nutze, in der Videobeschreibung ist er genauso wie der High-Resolution-Patch, also den Hochauflösungs-Patch oder HD-Patch, wie man auch immer ihn nennen möchte. Beides findet ihr in der Videobeschreibung. Habe ich natürlich reingepackt. Ich glaube, was mir vorhin aufgefallen ist... ich glaube, ich muss mit dem Schuh noch einmal zu ihr... Hier haben wir noch ein Eisenerz, können wir noch mitnehmen. Ist das schon immer so kantig gewesen, auch beim letzten Mal? Das sieht sehr merkwürdig aus. Ich habe halt keine FPS, ne? Das ist immer noch die Anzeige. So. Nein, okay, sie möchte nichts haben. Ja, irgendwas kann man Sarah, meine geliebte Sarah. Das ist eine nicht dokumentierte Quest, sage ich mal so. Irgendwas muss man wieder noch machen. Ich weiß noch nicht genau was. Ah gut, gehen wir raus. Wir haben den Schuh gefunden. Ach so, siehst du. Ich muss dem Schmied irgendwie sein Eisenerz bringen. Ich glaube, das ist das, was ich aufgesammelt hatte. Wir gucken mal, ob es das ist. Sonst müssen wir nochmal rein. Der Schuh hat jetzt auch keine wirkliche Relevanz. Mal gucken mal, was wir so machen können. Spiel erfolgreich geladen, es geht da unten wohl nicht weg, oder? Ach komm, latsch mal selber. Ich hab Bock jetzt dazu. Da. Selber laufen. Was haben wir hier sonst noch? Unidentifizierter durch. Hör mal auf damit. Der springt immer wieder zu meinem Charakter zurück. Das ist nicht gut. Ich habe nur 37 von 38 Leben. Was ist das denn? Okay, jetzt nicht mehr. Ich suche noch. Okay. Was ist denn... Okay, L ist das Logbuch, alles klar. Quests. Möchte, dass du ihm etwas reines Erz besorgst. Ach so, hä. Reines Erz ist doch eine Fähigkeit. Da. Das ist reines Erz. Das ist ungünstig. Gut, theoretisch müsste ich einen Punkt investieren, um die Quest abzuschließen. Das kann man eventuell irgendwann mal machen. Ah ja, stimmt, der Schuh hatte... Naja, okay, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. Oder was wir machen wollten. Ihm den Schuh bringen. Ich glaube, dass da unten das ist, die beiden Gegenstände. Bessie ist hier das bessere Tauschobjekt. So, damit haben wir ordentlich Erfahrung wieder bekommen. Ihr seht ja unten, ganz viele Dinge haben sich gefüllt. Wunderbares Test wird euch dann also sagen, was ihr wissen wollt. P. Scheiler und Söhne ist ein hoch angesehenes Juweliergeschäft in Tarant. Eine merkwürdige Familie, aber sie hat immer gute Geschäfte gemacht. Und hier, Ristess wird euch Tarant auf eurer Karte markieren. Die Adresse in der Stadt lautet Devonshire Way Nummer 44. Viel Glück. Gut. Geht der Dialog weg? Nee, geht nicht weg. Okay, hat kein Gold mehr. Ich könnte mir den Schub kaufen für 4 Gold. Aber das möchte ich jetzt erstmal nicht. So, der nächste Mission erledigt. Bam, wo ist es denn? Hier drüben. Besorge dir bei P, blablabla. Okay, Information Besitzer seltsames Ringes. Geht jetzt noch nicht, geht jetzt auch noch nicht, will ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir können trotzdem das, hier ist übrigens die Dampfmaschine da drin in dem Tempel. Wir können dann nämlich gleich mal die Ratten töten. Ein Level Up, hat man wieder gehört, ich habe wieder 50% Schaden kassiert, ich bin vernarbt. Boah, wie schnell passiert denn das, das gibt's doch nicht. So, heil du mich auch, Mann. Jetzt könnt ihr nämlich sehen, ja, besiegt und verletzt. Narbe von dir selbst, selbst zugefügt. Super. Aber das
Schönheit, doch hier steht es. Minus 1. Oder auf jeden Fall minus, negativ. Hier seht ihr nur noch 7. Wir haben übrigens 2 Punkte. Warum haben wir jetzt 2 Punkte bekommen? Alle paar Level kriegt man 2 Punkte. Aber ich dachte, das wäre bei Level 5 gewesen und nicht bei Level 6. Okay, wir haben 2 Punkte, alles gut. Dum, dum. Das Repetiergewehr, mindestens intelligent 11. Intelligenz. Na, ich muss das machen. Wir müssen die Punkte benutzen. Alles gut. Ja, das kann ich mir theoretisch beim Doc wieder heilen. Die Narbe, der werden wir gleich mal hingehen. Achso, kann das sein, dass ich... Ah ja. Deswegen bin ich so langsam. Ich bin wirklich so langsam. Was machen wir alles drin? Ich bin einfach übergewichtig. Überladen. So, haben wir unverschlossene Türen. Das ist die Dampfmaschine. Gefällt euch meine Dampfmaschine? Gehört mir. Ich halte sie sauber. Sie läuft gut. Ich verstehe. Sehr schön. Ja, ja. Schön glänzig, ihr sehen. Ich mag Dampf. Dampf ist heiß. Macht ulkige Geräusche. Und ihr kümmert euch erstmal um das Ding? Ich gut mit Maschine. Ich gut reparieren. Gefällt euch meine Dampfmaschine? Schön glänzig. Ich verstehe. Also das war zwar intellektuell stimulierend, aber ich muss gehen. Und das ist halt das, was passiert, wenn man wenig Intelligenz hat. Genau das passiert dann. Ich könnte ihn theoretisch töten. Und die Steuerkonsole muss ich anderweitig zerstören. Wir probieren es mal. Genau so muss man es diesen Bastarden... Ich meine, guter Treffer hier. So, geht immer ein Stück weg. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man das macht. Ich pack das wieder mit in meine Hand. Pack es hier rauf. Hey! Hat funktioniert! Wir haben noch eine Sprenggranate. Die müssen wir dummerweise werfen. Man kann das auch mit einer normalen Nahkampfwaffe machen, bin ich der Meinung. Ach, halt den Schnabel. Angriff? Okay, anscheinend doch nicht. Ich brauche die Sprenggranate noch. Hat Wiggle mich gerade angegriffen? Was wünscht ihr von mir? Du Undankbares. Dann werde ich euch jetzt verlassen. Das klingt immer so, als ob ihr die Gruppe auflöst. So, ich hoffe mal, draußen hat das keiner gehört. Sonst werde ich nämlich laden. Es kann nämlich sein, dass der Typ da böse auf mich ist. Noch nicht. Gehen uns erstmal die Quest abholen, die Belohnung. Dafür ist nämlich auch das Dynamit, glaube ich, gedacht am Anfang. Da unten ist er, ja. Wir steigen mal durchs Fenster ein, würde ich sagen. Das ist einfacher. Ich habe mich um euer Problem mit der Dampfmaschine gekümmert. Wirklich, das ist wunderbar. Hier ist euer Lohn, er gibt dir ein paar Tränke. Ihr seid wirklich ein erfindungsreicher Mann. Würdet ihr vielleicht auch etwas für mich tun? Natürlich, steht zu euren Diensten. Also, wie ich schon sagte, bin ich Alchemist. Ich habe ausgiebig die chemischen Eigenschaften von Gold und Blei studiert. Es scheint, dass ich endlich das Geheimnis gefunden habe, wie man Letzteres in Ersteres verwandeln kann. Also, was ich noch brauche, ist die letzte geheime Zutat. Was ist das für eine Zutat? Tut mir leid, aber ich fürchte, das ist mein Geschäftsgeheimnis. Unglücklicherweise habe ich hier in Nebelbergen keinen Zugriff darauf und der einzige Mann, der es verkauft, lebt im Osten in Dörnholm. Hier, ich markiere eure Karte. Er tut es. Der Name dieses Mannes lautet Charles Dolan. Ihm gehört ein Geschäft in Dörnholm. Was muss ich tun? Ihr müsst nur mit Mr. Dolan sprechen und ihm sagen, dass ihr gekommen seid, um für Jungle Dune ein Paket abzuholen. Ich werde ihm eine Nachricht kabeln, damit er euch erwartet. Für eure Dienste zahle ich euch 70 Goldstücke. Was meint ihr? Hört sich gut an, ich tu's. Wunderbar, ich werde ihm eine Nachricht kabeln, damit er euch erwartet. Und wenn ihr zurückgeht, sehen wir uns. Dann werde ich mich jetzt entfernen. In Ordnung. Sehr gut. Ich bin immer belastet. Dann werden wir mal ganz kurz zum Schmied gehen. Kabeln, ich werde hier meine Nachricht kabeln, Alter. Na ja, gut, wir haben so früher kommuniziert, ne? Das ist 18, was haben wir hier? 1885. Ich muss zum Schmied, der verkauft nur Silber und so weiter an. Ups.
So, weg, 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 weg. Oh, ich bin wieder leichter. Dankeschön. Ah, das meiste will ich jetzt mal wegschmeißen. Kein Interesse, ja, dachte ich mir. Ja, Metallplatten, die haben 10 Stein, die Teile. Holzkohle, weg damit. Die hässlichen Amulette brauche ich auch nicht. Eins kann ich höchstens behalten. Eine kleine Metallröhre kann weg. Die hässlichen Kräuter brauchen auch keine Sau, oder? Haben zwar nur einen Stein, das Ding hat. Ne, was hat denn am meisten Gewicht? Keine Ahnung. Kohle kann weg, die Lumpen können weg, die Zitronen machen auch keine Sau. Das hat teilweise Zeug, was man halt nicht mehr los wird, ne? Das Thermometer, das kann man für Dings gebrauchen. Für ein Rezept. 160 Münzen und nicht eine Münze mehr. Na dann, nimm den Scheiß. Edler Griff brauchst du auch nicht. Den kann ich wegschmeißen. Dann machen wir das so. Ah. Und irgendwann mal, wenn du. Ja. Die schmeißt was hin und die nehmen sich das einfach. Gut. Wir sind wieder etwas leichter. Wir sind wieder. Ja, schneller. Ich habe hier erstmal soweit alle Missionen erledigt, die ich machen konnte und wollte. Ja. Heißt, wir. Ach, siehst du, zum Arzt wollte man noch gehen, um mir die Narbe wieder wegzuheilen. Wie viel Gold habe ich? 2300. Der macht das natürlich nicht umsonst. Glaube ich. Ich möchte geheilt werden. Nee. Könnt ihr mich zum Experten irgendwann mit Feuerwaffen ausbilden? Sei, müsst ihr erst ein ausgebildeter Lehrling sein, bevor ihr euch zum Experten ausbilden lassen könnt. Feuerwaffen. Eine Entdeckung von 89 Münzen genügt bereits. Was meint ihr dazu? Unbestreitbar guter Mann. Aha. Die Frage ist, wo sehe ich das? Und das steht, glaube ich, dahinter jetzt. Ja, hier steht da Feuerwaffen-Lehrling. Ah ja. Und je weiter man ausgebildet, stimmt, das gab es auch noch, desto weniger... Ups. Warum bin ich denn böse geworden? Nur weil ich die Dampfmaschine zerstört habe? Zack. Das ist Anjemar. Kostet 500 Gold. Ja, erzählt das Geld. Stimmt genau. Jetzt seid ihr ein Experte für Feuerwaffen, Bursche. Wo kann ich den Feuerwaffenmeister finden? Das wäre dann wohl Willy Thorndop. Ich glaube, der wohnt jetzt drüben in Ashbury. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Ja. Eigentlich kann er Narben heilen. Eigentlich. Aber gut. So, wir sind jetzt ein Experte im Feuerwaffen. Das heißt, wir haben weniger Chance, jetzt wieder kritische Patzer zu erleiden. Und wir zielen halt besser und so weiter. Also das ist schon, siehst du, das ist auch wichtig gewesen. Gut, die 500 Münzen sind lächerlich. Na, dann mal speichern. Laufen wir den Weg hier lang. Ja, diesen ganzen Mist muss man nicht mitnehmen. Ginkgo-Wurzeln und so weiter. Das ist alles unnütz. Dann haben wir noch eine magische Zauberin. Eine Menschendorfbewohnerin. Könnt ihr mich für mich... Ah, da haltet ihr was zum Identifizieren, nicht Depp. Was habt ihr im Angebot? Meine Waren sind eher magischer Natur. Ich habe außerdem ein Talent dafür, magische Dinge zu identifizieren, falls ich euch damit dienlich sein kann. Ihr scheint viel auf Reisen zu sein. Solltet ihr jemals Bedarf haben, so habe ich Schwestern, die ihr ebenfalls aufsuchen könntet. Auch sie haben das Talent, magische Dinge zu identifizieren. Sie leben außerhalb der großen Städte und ziehen das Land der Gesellschaft von Leuten vor. Ah, ich habe jetzt da nichts mehr zum Identifizieren. Habe ich jetzt alles verkauft. Und sie kann mich im Schleichen ausbilden. Ich möchte Ausbildung zum Lehren. Nee, das möchte ich nicht. So, Tauschgeschäft. Und sie hat halt magischen Kram. Schwert der Seuchen, kleines Chamäleongewand und das Trümmer, den Trümmerhammer. Eiltinktur, Elixier der Hautverstärkung und so weiter und so weiter. Was auch als Kommentar geschrieben wurde, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Da wurde gesagt, je geringer die Rüstungsklasse, desto besser. Ich hatte ihm gefragt, warum es geringer ist und da warte ich jetzt auf noch eine Antwort, weil eigentlich ist für mich höher besser. Na gut. So, wir können, ihr habt es ja letztens auf der Weltkarte gesehen, oder auf der Karte, ist nicht verfügbar, dass ich nicht über das Dorf hinaus konnte, weil mir halt ein Pass oder eine Brücke etwas versperrt. Und das ist genau das hier. Jetzt habe ich irgendwie so eine neue Quest-Beschreibung hier. Es scheint, dass du die Firma P. Scheiler und Söhne finden solltest, deren Name auf dem Ring eingeprägt ist. Dort musst du jemanden finden, mit dem du sprechen kannst.
Menschendieb, ein Halb-Oger-Gauner und ein Halb-Oger-Gauner, dreimal Level 3. Verzeihung, wer seid ihr, Sire? Wer ruft nach mir? Wer ich bin? Ich bin Lucan, Lucan der Einfältige. Wo ich bin, bibbern die Massen vor Angst, Hasigkeit und Zittrigkeit. Und ihr wollt behaupten, dass ihr mich nicht kennt? Jetzt erkenne ich euch, bitte verzeiht mir, das habe ich euer Bund alles nicht länger bekommen. Ich muss die Brücke überqueren, Mr. Einfältig. Ah ja, die Brücke, das ist eine ganz andere Sache. Wisst ihr, meine Freunde und ich fanden das vorteilsam, okay. Von Reisenden einen kleinen Brückenzoll für die Benutzung unserer Brücke zu verlangen. Ich kann euch versichern, dass die Gebühren für unsere kleine Gruppe hier sehr förderhaft sind. Natürlich, ich verstehe vollkommen, wie hoch ist die Gebühr. Ein mikroskopischer Betrag, nur 1000 Goldstücke, eine Kleinigkeit für eine vielbereiste Person wie euch. Gibt es vielleicht eine Gebühr, wie ich mir die Gebühr umgehen kann? Vielleicht gibt es da etwas, das ihr für mich erledigen könntet. Es scheint, als wäre mein Ansehen dieser Stadt exponentialig gewachsen. Ich habe Probleme mit dem örtlichen Kontostand. Stehe kontostandig unter Beobachtung, ist genauso dumm. Ich verstehe, wie kann ich euch helfen? Die Einheimischen scheinen den Zoll, den ich hier verlange, nicht besonders zu mögen. Sie haben südlich von hier mit den Vorbereitungen einer anderen Brücke begonnen. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass sie diese Bemühungen vereitert, würde ich das sehr zu schätzen wissen. Wir würden euch sogar zum verehrten Mitglied unserer Mannschaft machen. Und wie genau soll man diese Bemühungen vereiteln? Nebelbergen hat erst kürzlich eine Ladung Baumaterial erhalten. Holz und sowas. Das liegt direkt neben der Brücke. Wenn ihr das zerstört, könnte ich euch den Zoll für euch verflüchtigen. Jetzt haben wir dummerweise die Mission hier drin, oder? Ja. Und dann benötigen wir auch wieder Dynamit und Sprengkörper. Die wir hier leider nicht mehr haben. Hier unten wäre das übrigens. Da unten. Wir gehen einfach mal hin. Ich werde es wahrscheinlich nicht zerstören. Erstmal kann ich das gar nicht, weil ich keine Materialien mehr dafür habe. Und zweitens möchte ich diesen Idioten einfach töten. Sich gar nicht an, dass er hier alle tyrannisieren kann. Geht ja mal gar nicht. Oh ja, wäre das Baumaterial, das hat nur 150. Oh, aber dreimal 150. Ja. Was ich aber noch ganz vergessen habe. Was Virgil eigentlich möchte. Ich muss jetzt zu dem Prior Joachim eigentlich noch gehen. Das habe ich komplett verschwitzt irgendwie. Mit meinen Missionen. Das Gasthaus haben wir nämlich noch nicht abgecheckt. Das ist auch noch recht relevant. So, hier ist das Gasthaus, Schanke von Nebelbergen. Wie geht es euch, Sire? Seid gegrüßt, werter Herr. Womit kann ich euch behilflich sein? Was könnt ihr mir über P. Scheiler und Söhne erzählen? Das hört sich wie der Name meiner Firma an, aber ich bin nicht sicher, wo sie sitzt. Danke. Okay, das ist mal uninteressant. Joachims Zimmer liegt am Ende des Flurs, auf der linken Seite. Okay, und wer mögt ihr wohl sein? Mein Name ist Jakob Benz und normalerweise mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mit Fremdlingen zu reden. Aber ihr? Ihr seht mir glatt aus wie jemand, den ich brauchen könnte. Möglicherweise, aber sprecht rasch. Ich mag Leute, die deine Gelegenheit zu nutzen wissen. Also, hört zu, Fremdling, behalte es bloß für euch. Dann heraus damit. Er senkt seine Stimme und beugt sich zu dir. Ich fass mich kurz. Zählt ihr euch wohl zu den Dieben, Fremdling? Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, Freund. Fahrt fort. Er grinst, schaut sich um, Biertropfen von seinem Kinn. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Hört zu, ich bin kein Dieb, aber ich habe Infos, die uns reich machen könnten. Ich höre... Hier in der Stadt, da gibt es eine Bank und erst gestern wurden die Löhne für die Mitarbeiter von der Bestitune-Mine im Safe eingelagert. Da drin liegen mindestens 500 Goldstücke. Er holt ein Stück Papier aus seiner Tasche. Das ist die Kombination für den Safe. Habe ich mich klar ausgedrückt, Fremdling? Glaskam, mein guter Mann, wo ist der Haken? Ich sag euch was, wir teilen uns die Beute brüderlich. Aber es gehen Gerüchte um, dass die Bone-Bande die Bank jeden Moment ausrauben kann. Also, haltet ihr euch besser ran. Und wenn ich mitbekommen sollte, dass ihr aus der Stadt verschwinden wollt, dann hetze ich euch den alten Doktor auf den Hals. Um die Bonus habe ich mich schon gekümmert. Das wart ihr? Das war wirklich gut. Jacob lacht und bekleckert sich dabei mit mir. Erst rettet ihr die Bank und jetzt wollt ihr sie ausrauben. Ha, das gefällt mir echt. Er haut ihr auf die Schulter und fällt dabei fast vom Stuhl. Na gut, ich gebe euch die Kombination für den Safe. Ihr brecht in die Bank ein und klaut das Geld. Dann treffen wir uns am nächsten Tag kurz vor Mittag und ihr gebt mir 52 Goldstücke. Und wenn ihr nicht hier aufschlagen solltet, dann gehe ich geradewegs zu Roberts und sage ihm, wer sein Geld geklaut hat. Gemacht. Gut, gut, ihr gebt ihr ein Stück Papier, ich werde am nächsten Tag hier sein und bis Mittag warten. Wie, ihr versucht mich zu betrügen, Fremdling. Ich gehe davon aus, ich kann das jederzeit machen.
12.03.70. Ich denke, das Scheißding muss ich erst mal eine Weile behalten, bis ich schleichen gelernt habe. Das dauert eine Weile. Womit kann ich dienen? Hallo, Wirt. Ist irgendwas von Interesse passiert? Ich habe gehört, dass Galen, unsere Kräuterkundige, hier von einer Linie großer Elfenheiler abstammt. Kannst du mir irgendwie empfangen mit Orama, jedoch weiß er, dass der Doc Lutz in dem Übergang das wirklich zu sagen hat. Was ich jetzt noch machen wollte, ist zu dem Typen ganz kurz zu gehen. Er meinte ja vorhin, irgendwie hat er ein Problem mit seiner Dampfmaschine, weil ich die ja ein bisschen kaputt gemacht habe. Die behalten die Brücke besetzt. Ja, das ist eine knifflige Situation, wisst ihr? Es gibt nur eine Brücke in den Ostteil der Stadt. Und genau diese Brücke wird momentan von einer Gruppe von Dieben besetzt. Bitte fahrt fort. Wir bauen weiter unten am Fluss an einer neuen Brücke, aber diese Diebe verlangen von jedem, der die Brücke überqueren will, einen hohen Brückenzoll. Ich muss nicht besonders erwähnen, dass die Brücke der Stadt nicht sehr erbaut darüber sind. Warum habt ihr nichts dagegen getan, Constable? War ziemlich mit anderen Problemen beschäftigt. Natürlich werde ich mich darum kümmern, soweit es mir irgend möglich ist. Ich bin davon überzeugt, dass ihr viel zu tun habt. Vielleicht kann ich euch helfen. Wirklich? Oh, ich meine nicht, dass ich Hilfe nötig hätte. Aber ihr scheint diese Aufgabe gewachsen zu sein. Ich hatte schon früher mal daran gedacht, mir einen Hilfsschein auszulegen. Sicher, wenn ihr möchtet, könnte ich euch wohl eine Chance geben. Es wäre meine Ehre, sie zu vertreiben. Was wird gezahlt? Ihr seid ein Amateur, aber ich glaube, ich kann euch trotzdem 50 Goldstück für den Job zahlen. Ist das euer Gehalt? Ich meine, ich erledige eure Arbeit. Was? Ihr beleidigt mich? Das muss ich mir von Leuten wie euch nicht bieten lassen. Ha! Hab nur einen Scherz gemacht, mein Guter. Wenn ich sie verjage, was wird gezahlt? Ach, leck mich. Okay. Dann verbleiben wir dabei. Achso, mit der Dampfmaschine. Haben wir das jetzt nicht mehr? Doch, da. Tja, wir haben da wirklich ein kleines Problemchen mit diesem alten Ding. Sieht so aus, als hätte es jemand unbrauchbar gemacht und ein wichtiges Teil zerstört. Ein Zahnrad, um genau zu sein, wenn nun jemand einen Ersatz finden könnte. Ich kann das vielleicht für euch übernehmen. Wunderbar, das wäre ich jetzt selber, der ganze Stadt muss darunter leiden. Wenn sie nicht läuft, wenn ihr es schafft, gebe ich euch 100 Goldstücke aus der Stadtkasse. Na, das Zahnrad können wir uns doch gleich von Orestes wiederholen. Dem haben wir das ja verkauft, glaube ich. Da haben wir das. Also ich gehe davon aus, dass es das sein wird. Schauen wir mal. Jacob, weiß nicht, ob ich die Bank für ihn überfalle. Das ist, nein, nicht mein Fachbereich. Vielleicht solltet ihr mit Dr. Roberts darüber sprechen. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Ja, yeah, das ist es. Ihr solltet mit Dr. Roberts sprechen. Ich weiß nicht, was mir für den Jammerlachen ihr seid. Und da ist die Reaktion runtergegangen. Und wieder ein bisschen höher, okay. Das ist ein Feigling, ey. Okay, meine lieben Freunde, wir sind schon etwas über der Zeit drüber. Wir machen ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Arcanum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.